Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Reihe des Pro Cycling Managers 2016. Wir werden jetzt mal ein bisschen in die Historie abschweifen. Wir werden nämlich die Tour de France 1998 mit den Originalfahrern, mit den Originalteams, allerdings nicht mit der Originalstrecke spielen, weil die konnte man leider in dem Datenpack, was ich jetzt gerade runtergeladen habe, nicht spielen. Das geht ganz einfach. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle inzwischen auch den Steam Workshop. Das ist ja beim 16er eine wirklich gute Neuerung, dass man das nicht mehr selber quasi ins Spiel einbauen muss, sondern man kann einfach in Steam Workshop gehen, das Ganze abonnieren und dann muss man eigentlich nur noch, ich zeige euch das gerade mal, wir gehen auf Einzelspieler, dann gehen wir natürlich auf ein Einzelrennen. Wir nehmen die Datenbank von 1998, die Ivan Salinero gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da mehrere Datenbanken. Wir haben auch die von 1991, wir können auch quasi den Beginn der Dominanz von Miguel Indurain nachspielen. Ich habe die Datenbank von 2003, die allerdings anscheinend nicht so wirklich gut ist. Ich sehe auch hier gerade keine Trikotsätze sind mit dabei. Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall können wir da auch mal schauen, ob wir das dann nochmal nachspielen. Aber wir werden jetzt einfach mal 1998 nachspielen. Natürlich das Jahr, wo Jan Ullrich gegen Marco Pantani relativ deutlich verloren hat, muss man sagen. Eine sehr interessante Tour de France damals gewesen. Wir werden natürlich ein bisschen auf die Historie eingehen. Vor allem natürlich auch, weil es die Skandaltour war 1998. Etappen wurden ausgesetzt, Sitzstreike gab es. Etappen wurden weggeschenkt, wo dann zum Beispiel auch das Team TVM Farmfrit einfach mal vorne weggefahren ist und es keinen Massensprint gab. Also viel zu erzählen bei der Tour 1998, aber auch sportlich gab es einiges zu erzählen. Wie gesagt, ihr müsst das nur abonnieren, dann steht das hier bei euren Packs dabei. Da haben wir auch unsere Radsport News Expansion Pack, mit dem wir ja beim Abonnententeam unterwegs sind. Wir gehen einfach mal rein, erstellen ein Spiel und dann habe ich natürlich in liebevoller Kleinstarbeit, wie gesagt, die Tour de France von 1998 können wir leider nicht nachspielen. So wie ich das zumindest jetzt gesehen habe. Ich sehe es zumindest auch sonst nirgendwo. Gibt es hier irgendwo historische Rennen? World Tour Klassiker? Nee, um Gottes Willen. Die wollen wir nicht spielen. Wir spielen natürlich die aktuelle Tour de France. Also die von 2016. Wir fangen natürlich dann an in Le Mans Saint-Michel. Können leider nicht die Profile von damals nachspielen, was aber auch gar nicht ganz so schlimm ist. Wir werden während der Etappen immer mal wieder auf die Historie eingehen, was eben auch genau während dieser Etappe so passiert ist. Aber am Anfang der Tour de France war es eigentlich noch relativ ruhig. Die ersten Sprintetappen verliefen auch noch ohne die Dopingskandale, weil dieser Dopingskandal rund um Festina halt auch erst ein paar Tage später überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt ist. So, also in liebevoller Kleinstarbeit habe ich gestern die Startliste eingegeben. Allerdings musste ich feststellen, dass nicht die Datenbank nicht zu 100% korrekt ist. Aber großes Dankeschön auf jeden Fall an denjenigen, der es gemacht hat. Denn die Datenbank stimmt, sagen wir mal, zu 95-96%. Das sind höchstens so 10 bis 12 Fahrer, die nicht im korrekten Team unterwegs waren. Wir gehen mal auf Weiter, dann können wir da nämlich mal genau drauf schauen. Wir starten natürlich vollkommen überraschend mit dem Team Deutsche Telekom. Ich denke mal, das ist uns allen am nächsten. Damals immer noch mit meinem Vater zusammen dann auch die Tour de France geschaut, was wir heute auch noch natürlich ab und zu mal machen, aber jetzt ist es schwieriger. Damals waren meistens dann eben, Sommerferien waren ab und zu schon mal. Da hatte man natürlich auch Zeit, auch gerade wenn man aus der Schule kam, konnte man sich das Finale anschauen. Inzwischen, wenn man dann berufstätig ist, ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich erinnere mich, habe ich auch schon mal im Let's Play gesagt, das war dann immer schön. Große Bergetappen fingen dann meistens an im dritten Programm. Dann haben wir Hessischer Rundfunk geschaut, haben gefrühstückt morgens, wenn die Etappe losgegangen ist, haben uns angeschaut, bis die Ausreißergruppe sich gefunden hat. Dann kam der Telekom-Express vorne dran und man hat natürlich wieder mal gehofft, dass Jan Ullrich die Tour de France gewinnt. Das sind so meine allerersten Erinnerungen. Man hat wirklich 6-7 Stunden Tour de France. Da wurde dann Mittag gegessen, natürlich auch noch während der Tour de France. Und Abendessen gab es dann eigentlich nach der Tour de France. Also der ganze Tagesrhythmus war nach Tour de France abgestimmt. So lustige Anekdoten. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auch so ein bisschen wiedererkennt. Aber ich bin ein riesiger Radsportfan. Ich liebe den Radsport. Und gerade die Tour de France mit Jan Ullrich, das war eines meiner absoluten Idole in der Kindheit. Da hat man mitgefiebert, gerade auch gegen Lance Armstrong natürlich später. Die Hoffnung war immer wieder da. Und jeder, der jetzt hier gerade drauf schaut, sieht auch hier schon den ersten Fehler. Der Mann heißt natürlich Georg Totschnig. Und nur weil er jetzt, aus Österreich kommt, muss er nicht Totschnig heißen. Nun gut, ist wie gesagt Fehler, die kann man durchaus verzeihen. Also Georg Totschnig natürlich dabei, Udo Bölz, Rolf Aldag. Wir werden da gleich natürlich nochmal uns die Fahrer ganz genau anschauen. 1998, wie gesagt, die Skandal-Tour de France, Jan Ullrich 97 Toursieger geworden. Meine allerersten Erfahrungen mit der Tour de France, da, wo ich mich auch bewusst erinnern kann, das war dann tatsächlich so die Miguel Indurain-Zeit, aber muss gestehen, kann auch sein, man kennt das ja auch, dass man das im Nachhinein so ein bisschen miteinander verwischt, dass man im Nachhinein einiges sieht und dann denkt, man hätte es damals live gesehen. Das geht sicherlich auch einigen so. Also,
Das waren so meine ersten Erinnerungen. Natürlich dann der Tour de France-Sieg von Jan Ullrich 1997. Da hat man dann auch mitgebibbert, wobei ich da auch noch nicht so 100% in den Radsport involviert war. Dann eigentlich erst 98, wo es dann vorbei war mit den Siegen von Jan Ullrich bei der Tour de France, wo er dann natürlich auch eingebrochen ist, auf eine Etappe 8 Minuten verloren hat. Da werden wir aber, wie gesagt, noch während des Rennens ein bisschen eingehen. Wir schauen uns einfach mal ganz schnell die Teams an. Wir haben einmal das Team Asics. Ich habe mich jetzt nicht so hundertprozentig schlau gemacht über die Fahrer, sondern habe gedacht, einfach mal aus dem Gedächtnis raus, welche Fahrer von 1998 sagen mir denn noch zum Beispiel was? Hier muss ich zum Beispiel ziemlich passen. Oskar Pozzi könnte mir was sagen, aber hier ist jetzt kein Fahrer dabei, wo ich sage, jo, der ist mir jetzt nachhaltig in Erinnerung geblieben. Dann natürlich das legendäre Team Banesto mit Miguel Indurain damals, lange Jahre die Tour de France dominiert. Hier natürlich dabei Manuel Beltran, ganz bekannter Kletterer. José Luis Arrieta kennt man ebenfalls. Also wie gesagt, ich sage jetzt mal, wer mir zumindest bekannt ist, José María Jiménez, Abraham Olano als Kapitän auch in die Tour de France reingegangen. Also einige richtig, richtig gute Fahrer. Gerade von Abraham Olano hat man sich immer viel erwartet, weil die Tour de France in den 90ern hauptsächlich eigentlich auch von den Zeitfahrern dominiert wurde. Das war dann 1998 tatsächlich so, dass Marco Pantani, der natürlich hier auch mit am Start ist, der legendäre Pirat, der die Tour de France ja 1998 dann auch gewonnen hat, einer der wenigen Fahrer war, die die Tour de France in den 90ern gewonnen haben und trotzdem eigentlich ein schlechter Zeitfahrer. Wobei er hier 1998 gar nicht mal so schlecht im Zeitfahren war. Dann natürlich Big Matt Aubert. Da schauen wir auch nochmal drüber. Wer sagt mir denn hier was? Christophe Capel sagt mir was, ein bekannter Sprinter. Ansonsten muss ich da aber leider auch passen. Thierry Gouvenou, weiß ich jetzt gar nicht, ob der irgendwie nicht inzwischen Teamchef ist, sagt mir irgendwie was der Name. Aber wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht so 100% darauf vorbereitet, sondern wollte das einfach mit euch zusammen, dass man so ein bisschen durchgeht, so, stimmt, der sagt mir was. Dann natürlich Christoph Agnolotto sagt einem was und natürlich, wenn eine Ausreißergruppe weggegangen ist, man wusste sofort, wenn live geschaltet wurde um 13, 14 Uhr, eine Ausreißergruppe war weg, Jacques Durand, der Mann mit dem, der hatte auch immer so ein Piratenkopftuch auf, oder? Damals war ja noch keine Helmpflicht, deswegen konnte man die Fahrer immer noch der Glatzkopf, Pantani und so weiter, das hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr Charakter gegeben, aber Jacques Durand war auf jeden Fall immer mit in der Ausreißergruppe, da konnte man Gift drauf nehmen. Ich bleibe hier ein bisschen länger bei den Namen, weil, wie gesagt, jetzt die jüngeren Menschen, die jüngeren Zuschauer, die da vielleicht noch nicht geboren waren oder ja, ich weiß, ich bin ja ein sehr alter Mensch, aber gerade die älteren Zuschauer werden dann sich sicherlich auch so ein bisschen zurückerinnern, ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, so wie mir das auch ging, als ich mir die Listen durchgeschaut habe. Nicht zu unterschätzen, Alberto Elli, der wäre am Ende der Tour de France auch auf Platz 3 mit 165 Punkten in der Bergwertung und dann natürlich einer der ganz großen Konkurrenten von Erik Zabel immer in den Sprintetappen, Jan Kirsipuu. Sehr, sehr guter Sprinter aus Estland gewesen. Rodolfo Massi natürlich auch für die kurzen Anstiege und Alexandre Vinokourov, der 1998 bei der Tour de France eigentlich nicht am Start war, aber da hier bei Casino dann ein Fahrer gefehlt hat, habe ich mir gedacht, nehme ich Alexandre Vinokourov, der natürlich hier auch noch ein sehr junger Fahrer war. Da sieht man es auch mit wunderschönem Telekom-Bild. Sehr talentierter Fahrer, später ja dann auch zum Team Telekom gewechselt. So, wir gehen mal weiter. Cofidis natürlich bis heute im Radsport dabei. Das Trikot hat sich ein wenig geändert. Capitano Francesco Casagrande, aber die Tour de France wirklich gut bestritten hat. Bobby Julik hat auch einen Durchschnittswert von 82. Er war so Mitte der Tour de France der größte Konkurrent eigentlich von Jan Ullrich, der ja lange auch das gelbe Trikot getragen hat, auch relativ komfortabel vor zum Beispiel Pantani mit 3 Minuten Vorsprung geführt hat. Bobby Julik der größte Konkurrent, sehr guter Allrounder, die nächsten Jahre eigentlich auch immer ein Kandidat für die Top 10, aber für ganz vorne hat es für ihn nie gereicht. So wie gesagt, Francesco Casagrande, dann habe ich David Moncoutier hier noch mit reingenommen, der eigentlich auch nicht am Start war, aber die nächsten Jahre, beziehungsweise hier ist er wahrscheinlich auch noch relativ jung, ganz genau mit 23 Jahren hier als Pancheur sogar noch geführt. Später dann ja auch einer, der mal auf Gesamtwertung gefahren ist, aber vor allem an französischen Nationalfeiertagen immer mal in Ausreißergruppen war und dort auch, ich glaube, ein paar Tour de France-Etappen gewonnen hat. Also ein Fahrer eher wieder für die Ausreißergruppen, beziehungsweise eben doch durchaus für die Berge, aber eben nicht für die Gesamtwertung. Dann ein ganz wichtiger Fahrer 1998, Christoph Renero. Eigentlich auch für die Gesamtwertung mehr oder weniger gedacht, hat es allerdings dann im Endeffekt nicht in die Top 10 geschafft. Doch, er ist Vierter geworden, Entschuldigung, er ist Vierter geworden am Ende. Da habe ich gerade meine Liste ein bisschen überlesen. Also Christoph Rinero, ein Mann für die Gesamtwertung. Generell muss man sagen, Cofidis mit Bobby Julik am Ende auf Platz 3, Christoph Rinero auf 4 und Christoph Rinero hat auch noch das Bergtrikot gewonnen, knapp vor Marco Pantani mit 25 Punkten Vorsprung. Also
Cofidis damals ein extrem starkes Team. Und dann kommen wir natürlich zu dem Team, was damals eigentlich die Tour de France geprägt hat, aber nicht wirklich aufgrund des sportlichen Erfolges, sondern natürlich aufgrund des Festina-Skandals. Da müssen wir ganz kurz mal drauf zu sprechen kommen. Wie gesagt, wir werden das später noch machen. Das ist dann so, dass am 8. Juli der Pfleger der Festina-Mannschaft Willy Voet in Nordfrankreich erwischt wurde. Er hatte 400 Ampullen EPO dabei. Und das wurde dann erst kurz nach dem Tourstart bekannt. Und später haben dann die Teamärzte bzw. der Teamchef auch zugegeben, dass es systematisches Doping bei Festina gab. Aber Fahrer wie zum Beispiel Richard Virenque haben bis zum Schluss behauptet, dass sie, wenn dann, nur unwissentlich gedopt wurden. Pascal Hervé war der Zweite. Und es gibt ja auch dieses schöne Zitat vom Teamarzt von Richard Virenque: Wenn ich ihm alles gegeben hätte, was er gewollt hat, dann wäre er jetzt tot. Aber Richard Virenque in Frankreich inzwischen, glaube ich, wieder als Experte unterwegs, sehr sympathischer Kerl, ich sehe ihn auch gerne, ich nehme ihm das auch gar nicht übel. Er wollte, hat halt alles versucht, um im Sport erfolgreich zu sein, natürlich ist das Betrug in dem Sinne, aber man weiß inzwischen auch, Proben von 1998 wurden ja, ich glaube, im Jahr 2010, 11 nochmal geöffnet und man hat quasi bei fast allen Fahrern, zumindest bei den Top-Fahrern, bei Pantani und Jan Ullrich, hat man Spuren von EPO gefunden. Also man weiß ganz genau, dass damals quasi das komplette Feld gedopt war, mit EPO sowieso. Also da muss man jetzt keinem einen ganz großen Vorwurf machen, aber damals natürlich der ganz große Festina-Skandal. So, wen kennen wir hier natürlich noch? Laurent Dufault, Pascal Hervé, Alexandre Moos aus der Schweiz, dann Christophe Moreau, auch immer mal wieder einer, der auf Gesamtwertung fahren wollte, hat, glaube ich, auch das gelbe Trikot mal getragen nach einem Prologzeitfahren. Didier Roux, Richard Virenque und natürlich Alex Zülle, der auch eine unglaublich gute Tour de France davor gefahren hat, aber es auch nie ganz nach vorne geschafft hat. Also generell eine sehr starke Schweizer Zeit. Toni Rominger war ja auch immer vorne mit dabei, Alex Zülle für Festina. Jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Chris Boardman, der das gelbe Trikot nach dem Auftaktzeitfahren geholt hat, auch lange, ich glaube, Stunden Weltrekordler auf der Bahn, also entfällt mir gerade der Name. Auf jeden Fall das höchste Tempo über eine Stunde gefahren, glaube ich, hat er damals gehalten. Chris Boardman, generell so ein bisschen die Tradition natürlich der britischen starken Zeitfahrer. Dann Frédéric Moncassin, Stuart O'Grady, jedem natürlich ein Begriff. Damals noch ein sehr, sehr guter Sprinter gewesen, hat über die Karriere natürlich ein bisschen an Spritzigkeit abgebaut, aber sich ganz gut umgestellt und trotzdem noch eine sehr gute Rolle gespielt. So, François Simon, Cédric Vasseur und natürlich der unzerstörbare Jens Vogt, damals noch als Jungspund mit 26 Jahren, also auch immer wieder in Ausreißergruppen dabei. Er wird jetzt hier als Zeitfahrer genannt, aber natürlich ein hervorragender Ausreißer. Dann das ewige Team Kelme, das es ja leider inzwischen nicht mehr gibt, aber ich glaube, damals war es so mit eins der Teams, oder als es dann aufgelöst wurde, das mit am längsten im Radsport war. Da haben wir Carlos Contreras, dann natürlich Fernando Escatin, wo ich gerade mal wieder ein bisschen hochscrollen muss, weil der Mann war in der Gesamtwertung auch nicht ganz schlecht mit dabei. Doch, er war relativ schlecht dabei, er war zumindest nicht in den Top 10, aber zumindest Capitano von Team Kelme. So, Marcos Serrano natürlich bekannt und Oscar Sevilla, den ich mal mit reingenommen habe, weil auch bei Team Kelme leider nicht alle mit in der Datenbank waren. Aber Kelme immer so eins meiner Lieblingsteams gewesen, häufig in Ausreißergruppen dabei, natürlich ein Team aus Bergziegen, so ein bisschen, also ohne jetzt den baskischen Zusammenhang da herstellen zu wollen, aber so ein bisschen von der Art und Weise her Cara Rural oder eben hier Euskaltel. So in diese Richtung ging das immer, wirklich komplett auf Berg ausgerichtet. Da gab es eigentlich nie einen wirklichen Sprinter im Team. Dann ein Team, was es natürlich auch nach wie vor noch gibt, La Française des Jeux. Wen haben wir denn hier alles dabei? Frédéric Guédon, Stéphane Hulot dabei, Emmanuel Magnin, Christophe Manger natürlich auch bekannt und Maximilian Chiandri, der hier für Großbritannien fährt. Ich dachte, es wäre ein Italiener. Aber nun gut, ist jetzt auch nicht das absolute Top-Team. Ich weiß nicht, wie viele Etappen hier gewonnen wurden, aber das war sicherlich nicht das absolute Top-Team für die Gesamtwertung. Dann Mario Arz, den ich, glaube ich, auch mit reingenommen habe, obwohl er nicht bei der Tour de France dabei war, aber immer auch einer, der die Jahre danach immer mal wieder für Furore gesorgt hat. Wir schauen mal durch. Wir haben Joe Blanker, dann natürlich André Tschmiel, eigentlich ein sehr guter Kopfsteinpflasterfahrer, trotzdem hier bei der Tour de France dabei, Kurt Vandewauer. Und ja, wen haben wir denn sonst hier noch? Sind jetzt alles nicht die absoluten Top-Fahrer. Dann eines der traditionsreichsten Teams natürlich, Mapei Quickstep damals. Also Quickstep, Ethics Quickstep ja noch bekannt. Franco Ballerini natürlich mit dabei. Dann haben wir Giuseppe Di Grande. Muss gerade mal schauen. Giuseppe Di Grande, der am Ende die Tour de France auf Platz 9 beendet hat. Also mit diesen Werten war das durchaus eine sehr, sehr starke Leistung. Dann Daniele Nardello natürlich auch bekannt.
Wilfried Peters, Tom Steels, auch wieder einer der ganz, ganz großen Konkurrenten, auch um das grüne Trikot für Eric Zabel, wo Stuart O'Grady übrigens auch den zweiten Platz beim grünen Trikot belegt hat, darf man auch nicht vergessen. Dann haben wir noch Frank van den Broeke und Stefano Zanini. Wie gesagt, wir gehen mal etwas schneller durch. Mercatone Uno, auch wieder so ein italienisches Team, natürlich mit Marco Pantani am Start, Bergwert 85, der Pirat. Auf ihn müssen wir ganz besonders achten, wenn wir gleich mit der Telekom starten. Er wird unser ganz großer Gegner sein. Wir müssen im Zeitfahren natürlich einiges gut machen. Aber ich glaube, das wird nicht so wirklich unsere Tour de France werden, weil es doch einige Bergetappen gibt. Also hier natürlich alles auf Marco Pantani, den aktuellen quasi Giro-Sieger, ausgerichtet. Und alle haben gesagt, ach, beim Auftakt-Zeitfahren hat er, glaube ich, schon 3 Minuten verloren auf Jan Ullrich. Das wird nichts. Die Form kann er nicht mit rüber retten. Dann auch wieder eines der schön traditionsreichen Teams. Onze, damals mit Co-Sponsor Deutsche Bank. Natürlich auch wieder einige Fahrer, die man kennt, allen voran Laurent Jalabert. Immer die Hoffnung, wird er die Tour de France mal gewinnen. Er war einer der besten Allrounder überhaupt. Vom Sprint bis zum Berg konnte er eigentlich alles. Aber deswegen hat es vielleicht auch nie zu ganz vorne gereicht. Früher war er, glaube ich, als er die Karriere begonnen hatte, ein reiner Sprinter. Hat sich dann ein bisschen umentwickelt und natürlich hier in dem Team alles auf ihn ausgerichtet. Da gibt es einige richtig gute Bergfahrer. Aber ich muss gestehen, Inigo Cuesta sagt man natürlich was und natürlich noch Johan Bruyneel, der später als Teamchef von US Postal an der Seite von Lance Armstrong natürlich auch noch ein bisschen, ja, traurige Berühmtheit will ich gar nicht sagen, aber Berühmtheit auf jeden Fall noch mehr erlangt hat als ohnehin schon durch seine aktive Karriere. Dann das gute Team Rabobank, natürlich mit vielen Holländern besetzt. Und wenn man das hier durchliest, Erik Dekker hat, glaube ich, mal 3 Etappen hintereinander bei der Tour de France gewonnen aus Ausreißergruppen, beziehungsweise hat auch mal den Sprinter ein Schnippchen geschlagen und ist kurz vorm Ziel ausgerissen. Also konnte ein sehr, sehr hohes Tempo in der Schlussphase fahren. Michael Bogert immer die ganz große Hoffnung auf den Tour de France-Sieg. Im Endeffekt bei der Tour de France auf Platz 5. Geendet, mehr oder weniger, also geendet, er hat sich auf Platz 5 beendet, das klingt sonst so dramatisch. Maarten den Bakker und natürlich für den Sprint Robbie McEwen aus Australien, der sollte die nächsten Jahre dann auch noch etwas stärker werden, als er 1998 war. Koos Murenhout noch mit dabei und natürlich Beats Berg, eigentlich ein sehr, sehr guter Teamhelfer, aber auch immer bei kleineren Rundfahrten mal für einen Sieg gut. Wir gehen natürlich auch gleich rein ins Rennen, aber ich dachte jetzt, wie gesagt, wir gehen mal durch. Dann das Team Riso Scotti. Hat nichts mit Beam Mich Up Scotty zu tun. Fabio Baldato, der Sprinter des Teams. Wen haben wir denn ja sonst noch dabei? Stefano Casagrande. Ansonsten Giuseppe Palumbo sagt mir noch was. Aber ansonsten, glaube ich, muss man hier keinen so richtig beachten. Da hat auch keiner groß für Furore gesorgt. Also Fabio Baldato, der Top-Sprinter und wohl auch Kapitän des Teams. Dann Saeco, ganz klar. Das wird unser ganz großer Konkurrent werden. Mario Cipollini, der Mann, der die Berge niemals hochgekommen ist und deswegen häufig auch schnell ausgestiegen ist. Aber der Saeco-Zug, das ist, denke ich mal, der Sprinterzug, der jedem in Erinnerung geblieben ist. Alles in diesem Team ist darauf ausgerichtet. Der Einzige, der so ein bisschen für sich selbst fahren durfte, das war Dario Frigo, den wir hier auch noch in Fassa Bortolo hieß das, glaube ich, oder? Was er da für ein Trikot anhat. Ich meine, das wäre Fassa Bortolo. Also hier noch ein anderes Foto. 24 Jahre, damals noch relativ jung, ganz großes Rundfahrtalent gewesen. Die Italiener haben gehofft, dass er auch mal die Tour de France bzw. den Giro gewinnen kann. Ich weiß gar nicht, wie weit es im Endeffekt nach vorne ging, aber in erster Linie war das Team auf Sprint ausgerichtet. Leonardo Piepoli noch dabei, der mir auch was sagt. Armin Meyer, der eigentlich bei einem anderen Team am Start war, habe ich jetzt hier mal mit reingenommen, damit er zumindest mit dabei ist. Dann natürlich das gute Team Deutsche Telekom, wo wir alle mitgefiebert haben. Ich muss gestehen, an Francesco Frattini habe ich mich tatsächlich nicht mehr erinnert, aber natürlich andere Fahrer dabei, wie zum Beispiel Erik Zabel für den Sprint, Jan Ullrich für die Gesamtwertung, Georg Totschnig, der hier als Zeitfahrer gewertet wird, ne, hat nicht so besonders gute Bergwerte, das hat sich natürlich die Jahre danach auch noch entwickelt. Wir haben Bjarne Ries als Edelhelfer mit am Start, der Tour de France-Sieger von 1996 und dann natürlich Udo Bölz, Jens Heppner, Christian Henn, Rolf Aldeck, das sind natürlich alles auch Charaktere, die man später noch im Radsport gesehen hat, allerdings natürlich auch ein bisschen Doping belastet das ganze Team, aber wer ist das nicht? So, das gute Team McDonald's, nein, Team Polti ist am Start. Mirko Celestino, wen haben wir denn sonst hier noch dabei? Luc Leblanc natürlich dabei, Fabrizio Guidi, Silvio Martinello und natürlich der Sohn von Eddie Merckx, Axel Merckx, der die Tour de France auf einem sehr respektablen 10. Platz beendet hat. Später auch ganz großer Kämpfer gewesen, immer in Ausreißergruppen dabei. Ich glaube, relativ groß gewachsen, wenn ich mich noch richtig an ihn erinnere. Inzwischen ja auch noch im Radsport verbunden, hat dort auch noch das Team Deutsche Telekom Trikot an oder T-Mobile war das dann, glaube ich, schon das Foto. So, dann habe ich David Rebellin noch mit reingenommen, der eigentlich nicht bei der Tour de France dabei war, aber auch bei Team Polti haben wieder einige gefehlt und Fabio Sacchi,
der wahrscheinlich mit dem Fußballtrainer verwandt ist, keine Ahnung. Und dann eines der Skandalteams TVM Farmfritz. Ja, Skandalteams, da gab es einige Razzien während der Tour de France und die Fahrer wurden nicht wirklich gut behandelt. Also man ist da sehr, sehr schlimm mit den Fahrern umgegangen. Im Endeffekt kommen wir da später nochmal drauf, was sich da mit dem Team TVM ganz genau, wie es sich dort verhalten hat, müssen wir jetzt ja nicht alles schon raushauen. Also Peter van Petegem natürlich hier am Start, dann Jeroen Blijlevens, auch einer der absoluten Top-Sprinter zu der Zeit aus Holland, sehr talentierter Fahrer. Servais Knaven ist hier noch dabei. Andreas Klier habe ich mal mit reingenommen. Eigentlich auch nicht bei der Tour de France dabei gewesen. Gasparotto heißt er, oder? Davide Gasparotto. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Bart Voskamp, Sergei Utschakow ist dabei. Sergei Ivanov, alles Fahrer, die man kennt. Also ein unglaublich starkes Team. Dann US Postal ohne Lance Armstrong, der natürlich damals noch nicht der Fahrer war, der ja im nächsten Jahr dann sein sollte. Also Lance Armstrong hier nicht dabei. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob das schon aufgrund der persönlichen Leidensgeschichte dann eben auch war. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben die einen der Topfahrer der Tour de France mit dabei gehabt. Jean-Cyril Robin hat die Tour de France auf Platz 6 beendet. Also auch einer der Protagonisten der Tour de France, Peter Meinert Nielsen. Dann natürlich einige Fahrer, die später auch noch ein bisschen mehr in den Fokus geraten sind, wie zum Beispiel George Hinkepie, der ungefähr 400.000 Mal an der Tour de France teilgenommen hat. Tyler Hamilton, auch immer einer der Topfahrer, jetzt glaube ich einer der Kronzeugen gegen Lance Armstrong gewesen. Also im Team hat er sich da keine Freunde gemacht. Und im Nachhinein kommt das natürlich dann so ein bisschen auf einen zurück. Und dann sind wir auch schon beim allerletzten Team, Vitalicio Seguros. Mal schauen, ob ich da auch einen kenne. Hernan Buenahorra, klingt auf jeden Fall nach schöne Hure. Keine Ahnung, natürlich Oscar Freire. Weiß aber gar nicht, ob er hier überhaupt dabei war oder ob ich ihn auch mit reingenommen habe. Damals noch ein sehr, sehr junger Mann mit 22 Jahren. Aber. Und Prudencio Indurain. Ich weiß nicht, wer das genau ist, ob das der Bruder von Miguel Indurain ist. Ich weiß es gar nicht. Aber aus diesem Team ist mir jetzt keiner wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also, wir nehmen natürlich das Team Deutsche Telekom mit Rolf Aldag, Udo Bölz, Francesco Frattini, Christian Hennen, Jens Heppner, Bjarne Riis, Georg Totschnig, Jan Ulrich und Erik Zabel und werden versuchen, so gut wie möglich die Tour de France zu bestreiten, die wie gesagt nicht in Irland beginnt, wie das 1998 der Fall war, sondern wir starten in Le Mans-Saint-Michel und es geht zu Utah Beach Saint-Marie-du-Mont. Das Profil kennen wir natürlich schon. Wir gehen ins 3D-Rennen rein und ich hoffe, dass es nicht abstürzt, weil ich es persönlich noch gar nicht ausprobiert habe, ob es dann tatsächlich auch funktioniert und ob die Trikots geladen werden. Ansonsten mache ich dann nämlich gleich einen Schnitt und versuche es so lange, bis es geht. Ich habe nämlich richtig Lust auf diese Art und Weise, jetzt nochmal den Radsportmanager durchzuziehen. Der Pro-Cyclist-Modus macht mir persönlich gar keinen Spaß mehr, weil der Fahrer sich da so schlecht entwickelt. Wir sehen, dass wir auf Platz 3 sind bei den Sprintfähigkeiten. Natürlich Mario Cipollini, Tom Steels. Allein diese Namen zu lesen, bringt schon so viele Erinnerungen hoch. Erik Zabel, nicht unbedingt der explosivste Sprinter mehr gewesen. Auch später hat er häufig mal das grüne Trikot geholt, ohne überhaupt eine Etappe zu gewinnen. Aber natürlich, ich weiß gar nicht, wie oft hat er fünfmal hintereinander das grüne Trikot geholt. Ich weiß es gar nicht genau. Einer der größten Radfahrer aller Zeiten, ganz klar. Momentan der Sohn ja auch jetzt im Profi-Radsport angekommen, Rick Zabel, sorgt auch für sehr gute Ergebnisse. Allerdings diese Doping-Pressekonferenz haben mir halt Erik Zabel und Rolf Aldag damals sehr unsympathisch gemacht, die Art und Weise. Ich setze mich hin, heul mal in die Kamera und damit ist die Sache geritzt. Das Konzept hat mir nicht so ganz gefallen. Jan Ulrich hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich habe niemanden betrogen. Er wird negativ dargestellt. Und Zabel und Aldag, die es mehr oder weniger häppchenweise zugegeben haben. Ich meine, Erik Zabel hat gesagt, er hat EPO mal probiert und hat dann gleich Fieber bekommen, wo ich mir auch denke, ja klar, sicher. Es war bei mir auch so. Ich habe auch EPO mal probiert. Da habe ich gemerkt, nee, komm, ich werde nur Achter bei der Tour de France. Da höre ich lieber auf. Also hat mir nicht so ganz gefallen. Aber kann man sicherlich drüber diskutieren. Jan Ulrich war, wie gesagt, immer so ein bisschen mein Idol. Und man weiß es ja inzwischen. Wie gesagt, die Proben von 1998 wurden nochmal geöffnet. Die Fahrer hier waren quasi fast alle gedopt. Ich weiß nicht, ob alle Proben genommen wurden von allen Fahrern nochmal, ob man nur die Spitzenfahrer genommen hat. Aber ganz sicher, Marco Pantani, Jan Ulrich, Spuren von EPO-Doping in der Probe. Und es scheint zu funktionieren. Wir sehen dort Marco Pantani auch schon. Der Van Hüfte ist ihm im Nacken. Sätze, die man nicht so häufig hört. So, Start der Tour de France. Jetzt, wie gesagt, Le Mans Saint-Michel. Wir werfen mal einen kleinen Blick hinten drauf, bevor wir dann gleich die Taktik machen. Ist ganz nett gemacht. Ist jetzt, wie gesagt, grafisch kein Wunderwerk. Ich bin aber auch froh, dass hier EA Sports noch nicht drin steckt, sondern dass das Spiel nach wie vor seinen eigenen Charme hat, auch wenn es nach jedes Jahr nicht so wirklich viele Veränderungen gibt. Da sehen wir das wunderbare Team Telekom. Komm, Udo Bölz muss eigentlich bei Ulle bleiben.
Das ist sein Edelhelfer. Ich mache das gerade mal so. Muss mich natürlich auch erstmal wieder an dieses Team gewöhnen. So, wo haben wir Jan Ullrich, der heute die Tagesform plus 3 hat. Seine Werte sind 82 am Berg. Und vor allem im Zeitfahren machen wir natürlich unglaublich viel Zeit gut. Aber so viel Zeitfahren gab es ja auch gar nicht bei dieser Tour de France. So, Erik Zabel hat das deutsche Meistertrikot. Das habe ich auch nicht mehr in Erinnerung. Damals Jan Ullrich 1997 hatte er es ja auf seinen Schultern. Ich denke mal, Nachführarbeit müssen wir erstmal keine machen. Wen haben wir denn theoretisch? Eigentlich müsste Christian Henn bei Erik Zabel bleiben. Den wir dann auch mal vorschicken können. Nehmen wir mal die Jungs raus, die hier gerade Tempo machen, und schicken wir mal alle ein bisschen nach vorne. Jo, und dann kann die Tour de France 1998 beginnen. Wie gesagt, der Start war noch relativ ruhig. Ich versuche natürlich immer hier mal so ein bisschen was vorzulesen. Der Dopingskandal kam erst etwas später, also die ersten Etappen waren noch relativ ruhig. So, da sehen wir, wie gesagt, das schöne Telekom-Trikot. Peter van Petegem hat jetzt angegriffen. Wenn Jacques Durand nicht in der Ausreißergruppe ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Jacques Durand muss in die Ausreißergruppe gehen. Man muss natürlich jetzt sich erstmal hier wieder dran gewöhnen, weil die Namen sind natürlich ganz anders. So, also Nicolas Jalabert, ich wollte gerade schon sagen, das wäre etwas heftig. Also Nicolas Jalabert, der Bruder von Laurent Jalabert. Dann haben wir hier Vidal von Kelme dabei. Vom Team Polti Crepaldi, was auch kein schöner Name ist. Gerade eine Abfahrt muss man sich, glaube ich, Sorgen um ihn machen. Peter von Petegem, einer meiner Lieblingsnamen von der Aussprache her schon. Und der gute Herr van Hüfte, der sich ja vorher hinter Pantani versteckt hat. Sivakov fährt jetzt noch hinterher. Von Bigmat Aubert. Dann haben wir Frédéric Guédon. Von Française des Jeux, die ja nach wie vor dasselbe Emblem auf dem Trikot haben, logischerweise. Da sehen wir, Jan Ullrich sieht einfach schön aus hier, wie unser Team Telekom dort zusammenfährt. Haben wir alle Jungs mal vereint. Wie gesagt, Georg Totschnig eigentlich, Frattini, ein Fahrer, den ich komplett vergessen habe. Aber wahrscheinlich auch zu Recht. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, macht Spaß. Wir werden jetzt natürlich die ersten Etappen versuchen, mit Erik Zabel gut zu sprinten. Ich möchte gerade mal schauen, was Jan Ullrich denn für einen Hügelwert hat. Nur immerhin die 76 Beschleunigungswert. Was? Jan Ullrich hat eine 75 in der Beschleunigung. Halte ich für ein Gerücht, nehme ich aber gerne mit. So, hier das Team Gunn, was natürlich eigentlich als allererstes das gelbe Trikot übernommen hat, da es damals ja ein Prolog-Zeitfahren gab. Chris Boardman hat sich da das gelbe Trikot geschnappt. Ich glaube, das wird jetzt heute hier nicht so passieren, auf dieser ersten flachen Etappe. Aber da das jetzt gerade sich so ein bisschen findet und wir noch so viel Zeit haben, uns über die Tour de France 1998 zu unterhalten und ich jetzt auch schon so viel erzählt habe, lassen wir das erstmal hier so ein bisschen schneller laufen. Schauen, die erste Bergwertung, wer sichert sich das? Mirko Crepaldi hat sich's gesichert. Ich dachte jetzt, dass Peter van Petegem, Peter van Petegem, oder nicht Peter? So, hinten, hoch, hinten ist aber jetzt auch gerade ein bisschen das Feld auseinandergerissen, war aber nur ganz kurz. Jan Ullrich noch vorne mit dabei, das ist wichtig, generell am Anfang der Tour de France vorne mit dabei zu sein. Nicht stürzen ist natürlich auch immer die Devise. Und dann hoffen wir vor allem, dass bei Jan Ullrich sich die Form auch noch etwas besser entwickelt, dass wir vielleicht in den Optimalbereich kommen, dann zu den ersten Bergetappen und vor allem auf den Hügeletappen nicht ganz so viel Zeit verlieren. Ich möchte mir gerade mal die Werte von Marco Pantani anschauen. Da können wir nochmal schauen. Er hat am Hügel ebenfalls die 76, Beschleunigung die 78. Am Hügel sollten wir gar nicht so viel verlieren. Im Zeitfahren müssen wir Zeit gut machen und am Berg müssen wir natürlich hoffen, dass wir nicht allzu viel Zeit auf Marco Pantani verlieren, weil er wird stärker sein als wir. Das ist, denke ich mal, keine Frage. Wir spielen weiterhin auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Ich versuche hier auch nicht die Tour de France realistisch nachzuspielen, dass ich dann im Endeffekt 3 Minuten Rückstand habe auf Marco Pantani, sondern ich versuche, das Ding zu gewinnen. Ich versuche, die Historie gerade zu rücken. So, Rolf Alter holt uns mal eine Pulle Wasser. War ja dann später, glaube ich, auch Teamchef oder ist sogar noch Teamchef, ich weiß gar nicht wo. Durchaus auch ein sehr, sehr, sehr guter, intelligenter Fahrer immer gewesen. War ja auch dann noch Experte bei der ARD in den Jahren, als noch übertragen wurde. Inzwischen schaut man ja eh Eurosport, also da ist einem ja ziemlich egal, ob ARD oder ZDF übertragen. Das Geschiss, was da immer drum gemacht wird, kann ich eh nicht so verstehen. Natürlich, wenn ARD und ZDF übertragen, dann ist das natürlich für die Breite besser. Dann bekommt das Ganze auch etwas mehr Aufmerksamkeit, aber für den geneigten Radsportfan
bietet sich dann sowieso eigentlich fast nur Eurosport an. Ich schaue schon immer mal so zwei, dreimal auch ARD und ZDF oder ja, jetzt eigentlich nur ARD rein, um zu gucken, wie die Berichterstattung denn so gemacht ist. Man muss sich natürlich auf dem Laufenden halten. Man kann nicht einfach nur sagen, nee, komm, das ist nicht meins, das gefällt mir nicht. Man muss sich immer wieder eine neue Meinung bilden. Aber jetzt die letzten Jahre hat es mir von der Art und Weise nicht besonders gut gefallen, aber man muss auch sagen, es war nicht ganz schlecht gemacht. Also es gab schon viele Aspekte, wo ich gesagt habe, doch, das ist schon in Ordnung so. Es war ja keine 5-, es war aber auch keine 1+. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit und Eurosport hat man sich jetzt inzwischen dran gewöhnt. Die berichten sehr gut und fachlich. Dann hätten wir das auch abgeschlossen. So, Jan Ullrich fällt hier natürlich auch noch in die Nachwuchsfahrerwertung. Er hat am Ende natürlich auch das weiße Trikot gewonnen, da Marco Pantani, man hat es an den Haaren schon erkannt, nicht mehr ganz jung war. Aber so alt auch noch nicht. Marco Pantani können wir dann natürlich später während der Tour de France auch nochmal vielleicht auf einer Bergetappe ein paar Worte zu verlieren, wie danach sein Leben bzw. seine Karriere eben auch weiterging. Hat er durchaus ein tragisches Ende genommen, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht alles schon auf der ersten Etappe hier wegnehmen und wir haben auch niemanden in die Ausreißergruppe geschickt. Team Telekom hat andere Ziele. Wir schauen nochmal vor in die Ausreißergruppe. Dort wird gut im belgischen Kreisel zusammengearbeitet. Wer hat denn hier so die besten Werte? So ein paar passable Sprinter dabei. Peter van Petegem könnte natürlich nochmal in die Ausreißergruppe gehen und versuchen, in die Ausreißergruppe, also aus der Gruppe auszureißen, versuchen. So, jetzt müssen wir hinten wieder Wasser holen, wenn ich mich hier totquatsche. Da haben wir jetzt lustigerweise gerade Mario Cipollini, der heute der Top-Favorit auf den Sieg ist. Ich denke mal, ich bin gespannt, ob das Spiel den Saeco-Zug hinbekommt, weil das waren häufig, also es waren zum Teil tatsächlich 9 Fahrer bei einigen Tour de France-Ankünften. Aber da jetzt ja hier auch 2 Fahrer dabei sind, die eher auf Gesamtwertung unterwegs sind, ich glaube, Dario Frigo war das, und noch ein Fahrer, den Leonardo Piepoli, gut, dass er gerade eingeblendet wird, war der zweite Mann, meine ich zumindest, oder täusche ich mich? Nee, Leonardo Piepoli, ganz genau. Das war der zweite Mann hier für die Gesamtwertung. Aber in die Top 10 haben es beide nicht geschafft. Im Endeffekt kann man sagen, Roland Meyer muss man noch als 7. der Gesamtwertung mit reinrechnen. Daniele Nardello wurde 8. Giuseppe Di Grande hatten wir, glaube ich, Axel Merckx auf 10. Und das Podium hatten wir ja auch mit Marco Pantani, Jan Ullrich und Bobby Julik. In der Sprintwertung Erik Zabel mit fast 100 Punkten Vorsprung vor Stuart O'Grady. Aber ich glaube, ich müsste es nochmal nachschauen. Erik Zabel haben wir heute auch mit der minus 3 als Tagesform. Das ist nicht besonders gut. Muss ich, denke ich mal, niemandem sagen. So, Alter können wir auf jeden Fall auch mal nehmen. Alter Schwede, eine 79 in der Ebene. Und Jens Heppner können wir auch noch für unseren Sprinterzug nehmen, den wir natürlich auch fahren werden. Noch 2 Minuten 43 für die Ausreißer. Ich würde erst noch mal warten. Saeco hat sich da vorne jetzt schon eingespannt. Mit 4 Fahrern waren das, glaube ich, gerade. 3 Fahrer sind es. Jan Ullrich hat natürlich auch einen sensationellen Wert in der Ebene. 30 Kilometer, 2 Minuten, das könnte eng werden. Das könnte tatsächlich eng werden. So, Georg Totschnig, natürlich noch ein relativ junger Fahrer damals gewesen. Ich weiß nicht, ob seine erste Tour de France war. Jan Ullrich sollte hier relativ locker mithalten können. Da sieht man mal, wie allround-mäßig Jan Ullrich hier drin ist. Ich glaube, manche Werte sind etwas zu hoch gestellt. Gerade Kopfsteinpflaster ist er eigentlich nie gefahren, aber müsste ja eigentlich die Qualitäten gehabt haben. Man kann das immer schwer beurteilen. So, wir gehen mal runter ins Feld. Die erste Etappe der Tour de France. Ich würde danach auch dann quasi die erste Folge beenden. Dann haben wir so einen kleinen Einblick gehabt und danach wird es dann immer so 2 Etappen pro Folge geben. Wird dann alternierend zum Radsportmanager Team Eurosport kommen. Jan Ries soll auch sein Tempo natürlich vorne halten. Jetzt ist das Tempo nochmal größer geworden, beziehungsweise wir schauen mal, wie es hier vorne aussieht, wie wirklich auch schon vorhergesehen. Peter van Petegem hat nochmal versucht zu attackieren. Hier hinten wird aber nicht mehr wirklich schnell gefahren. Es sind jetzt noch 17 Kilometer. Hier hinten sieht man schon, das Tempo war jetzt aber auch extrem groß. Da sehen wir Taffi, den italienischen Meister, der auch mal das Magazin auf Pro7 moderiert hat. Ach, keine Ahnung. So. Können wir uns hier schon sammeln eigentlich? Ich liebe diese Banesto-Trikots. Banesto, ach, einfach ein genial geiles Team. So, dann sammeln wir uns doch mal. Obwohl, Ralf Allack möchte ich eigentlich nicht als Ersten haben. Wen nehmen wir denn mal als Erstes? Wer hat noch Kraft? Jan Ullrich hätte noch Kraft. Frattini hätte noch Kraft. Ist aber gut. Wen können wir mal als Erstes nehmen? Nehmen wir Frattini. Ralf Allack hat auch noch Power. So ein bisschen zumindest. Christian Henn sieht schon nicht mehr so frisch aus. Na, wird schwierig. Können Bjarne Ries natürlich noch mit einspannen.
der sowieso hier nur Teamhelfer ist. Dann nehmen wir Rolf Aldag als drittes und hängen dann hinten Erik Zabel dran. Der wird dann sogar noch von Christian Henn beschützt. So, müssen wir natürlich erstmal alle einfangen. So, müsste doch passen. Ich hoffe, Erik Zabel hängt da jetzt auch schon hinten dran. Da sucht er gerade das Hinterrad von Rolf Aldag. So, dann können wir ihm auf jeden Fall schon mal das Energiegel geben. Noch 13 Kilometer. Wir müssen das Tempo jetzt noch nicht allzu hoch halten. Wir müssen nur vorne unseren Fahrer frei halten, damit er nicht weggeblockt wird. Dann sehen wir Team Mapai. Für wen fährt denn Team Mapai nochmal? Wie gesagt, das ist alles natürlich so lange schon her. Mapai für Tom Steels natürlich. Sprintwert 83. Nicht ganz verkehrt. Cipollini sehe ich hier persönlich noch nicht vorne. Weiß nicht, ob seine Position so gut ist. Ich sehe hier vorne kaum rote Trikots. Nun gut, wir nehmen es mal so hin. Jetzt geht es hier nochmal kleinere Hügel nach oben. Für Erik Zabel war das eigentlich nie so ein hundertprozentiges Problem. Ein guter Hügelfahrer, wie man auch an den Werten sieht. So, Tempo nochmal etwas höher. Wie gesagt, wir müssen erstmal nur die Position halten. Wir müssen jetzt gar nicht voll reinknallen. Solange Frattini da vorne noch dran bleibt, ist das super. Rolf Aldag müssen wir natürlich auch noch ein bisschen schonen. So, Tempo nochmal etwas erhöhen. Jetzt sind es noch 8 Kilometer. Frattini haut rein. So, komm. So, jetzt raus. Jetzt kommt Björn Ries, der auch mal sein Energiegel schnabulieren darf. Der da jetzt auch nochmal ein etwas höheres Tempo fahren müsste. Mal schauen, ob wir an Mapai vorbeikommen oder ob das nichts wird. Ach, das könnte wirklich schwer werden. Oh, jetzt kommt Cipollini. Mit Chirea, aber er hat nur noch einen Helfer an der Seite. So, komm. Jane, hau alles rein, was du hast. Boah, alter Schwede, was für Sprintzüge hier unterwegs sind. So, Rolf Aldag, unser stärkster Mann in der Ebene, fährt uns jetzt den Sprint an. Das Energiegel ist wahrscheinlich jetzt zu spät genommen. So, komm Rolf. Hau rein. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht eingeklemmt sind. Es sind noch 1,5 Kilometer. Zabel muss jetzt raus und sprinten. Aber wir sind ziemlich eingeklemmt. Komm, Erik. Boah. Das wird ein enges Höschen und wir gewinnen nicht. Und Mario Cipollini gewinnt im Endeffekt. Schauen mal, Cipollini gewinnt und Erik Zabel da super. Super Kameraperspektive, die ich gewählt habe. Wird im Endeffekt Fünfter. Das war, denke ich mal, zu erwarten. Jeroen Bleilevens auf Platz 2. Tom Steels, dann Jan Kirsipu, Erik Zabel. Ah, da waren wir ein bisschen zu eingeklemmt links. Hab extra versucht, eine gute Position zu bekommen. Aber guck mal, wie viele Top-Sprinter hier dabei sind. Das hat damals so viel Spaß gemacht. Auch die Sprints waren immer toll. Das grüne Trikot hat mir damals eh viel besser gefallen. Robbie McEwen, der junge Robbie McEwen auf Platz 6. Stuart O'Grady auf 7. Oscar Freire, Fabrizio Guidi, George Hinkepi hier sogar noch vorne mit dabei. Also das hat richtig Spaß gemacht. Damals Marco Pantani auf 14, auch nicht ganz schlecht. Ich weiß nicht, wo Ulle im Endeffekt gelandet ist. Aber ich würde sagen, wir schauen mal weiter, schauen uns mal an. Also der erste Träger des gelben Trikots, Mario Cipollini. Da sehen wir den Sprint nochmal, da müsste jetzt auch gleich Zabel kommen. Da hinten sehen wir ihn im deutschen Meistertrikot, aber ja, wir waren schon endschnell, aber die Konkurrenz war einfach in einer besseren Position. Da habe ich den Sprint nicht perfekt angefahren, muss man einfach so sagen. Aber die Konkurrenz war natürlich auch extrem stark. Ich liebe diese Telekom-Trikots, ich weiß nicht warum. So, gewonnen Mario Cipollini im gelben Trikot. Mario Cipollini, Zeitbonifikation gibt es keine. Bergwertung, selbe Zeit, Tom Steels, na klar. Das ist alles gefixt, gar kein Problem. Mario Cipollini in der Punktewertung vorne mit 59 Punkten. Aha, warum nicht? So, Nachwuchsfahrer Stuart O'Grady, Oscar Freire, George Hinkepi, also alle, die jetzt quasi ihre Karriere schon beendet haben, gelten hier als Nachwuchsfahrer. Ulle auf 7, alles in derselben Zeit, Telekom auf Platz 2. Und damit hätten wir auch die erste Etappe hier der Tour de France beendet, der Tour de France 1998. Die zweite Etappe wird folgendermaßen ausschauen. Da geht es dann von Saint-Lô nach Cherbourg-Octeville. Wie gesagt, ist die Tour de France von 2016 da nicht beirren lassen. Hier gibt es dann schon die erste Hügelankunft. Da wird Mario Cipollini definitiv
seine Führung verlieren. Ich hoffe, dass Jan Ullrich wieder eine gute Tagesform bekommen wird. Da sehen wir Marco Pantani auf Platz 8 bei den Favoriten. Ulle ist nicht dabei. Natürlich so Fahrer wie Laurent Jalabert, Michael Bogert, der auch häufig beim Amstel Gold Race natürlich ganz stark war. Sehr guter Klassikerfahrer gewesen, guter Allrounder. David Rebellin, der jetzt hier mit dabei ist, der eigentlich, wie gesagt, bei der Tour nicht am Start war. Alberto Elli, sehr guter Bergfahrer, am Ende Dritter in der Bergwertung geworden. Haben wir ja schon durchgesprochen. Laurent Prochard, das wird die nächste Etappe werden. Wir versuchen mit Jan Ullrich so weit wie möglich vorne reinzufahren. Hat ja einen besseren Beschleunigungswert mitbekommen, als er ihn, glaube ich, tatsächlich hatte. Und dann versuchen wir einfach mal schon ein bisschen um das gelbe Trikot zu kämpfen. Möglichst wenig Sekunden zu verlieren und Marco Pantani zu schlagen. Chaka. Also bis zum nächsten Mal bei der Tour de France 1998. Bis dann.